Also wir machen heute nochmal eine komplette Wiederholung allen bisherigen Stoffs und zwar, was das Integrieren und Differenzieren angeht, erinnern wir uns nochmal, das gibt es auch als Video, dieses Künstlers, der gesagt hat, ich baue ein schönes Haus und das hat ein kurviges Dach, warum auch immer. Er hatte so einen künstlerischen Schwung hier oben, so einen künstlerischen Schwung gemacht. Und also wirklich eine kleinste Abweichung von diesem Schwung hätte bedeutet, das Haus wäre wertlos. Aber die Ingenieure, die das gebaut haben, die mussten also Kurven dafür finden und so weiter. Die mussten umbauten Raum berechnen und und. Gehen wir nochmal bitte so ran, Herangehensweise an so eine Aufgabe. Denn wir brauchen hier alles Mögliche. Also, erste Frage, wie kann ich die Kurve nachvollziehen? Also die geht von hier bis hier. Wie kann ich diese Kurve nachvollziehen? Gut, große Frage. Könnte eine Sinusfunktion sein, könnte eine x hoch 3 Funktion sein, mit irgendwelchen entsprechenden Faktoren davor und dahinter und weiß der Kuckuck was. Die grundsätzliche Herangehensweise lässt sich aber einfach machen, indem wir die für uns einfachste Funktion erstmal annehmen. Eine Sinusfunktion, das könnte so aussehen, wenn das wirklich eine volle Halbwelle wäre. Einverstanden. Aber beim näheren Herangehen sah die Kurve so aus und das entspricht der Sinusfunktion nicht. Das bloß mal nebenbei. Also, wenn wir das machen, was müssen wir dann mit dieser, wenn wir das eine ausgeschlossen haben, was müssen wir dann letzten Endes mit der Funktion machen? Genau, eine allgemeine Funktionsgleichung bilden. Allgemein, so geht man grundsätzlich ran. Allgemeine Funktionsgleichung hinschreiben. Wäre in diesem Fall nur diese ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d ist gleich die ganz allgemeine Funktion hierfür. Und was machen wir dann? Genau, gucken, was wir haben, indem wir sagen, naja klar, von hier bis hier, das ist zum Beispiel so und so viel Meter. Wir haben hier zum Beispiel einen Punkt, da kann ich eine Latte drauflegen, die bleibt gerade liegen. Wir haben hier einen Punkt, da könnte ich eine Kugel reinlegen, die bleibt hier unten liegen. Wir haben hier einen Punkt, das entspricht einer anderen Höhe. Wir haben hier irgendwo vielleicht eine Möglichkeit, dass wir, wenn wir hier einen Ausschnitt nehmen, dass wir dagegen, gegen die Ebene, einen Winkel von 45 Grad haben und. Das heißt also bekannte Fakten zusammentragen. Was machen wir dann mit diesen Fakten? Ganz genau, diese Erkenntnisse hier, also hier diese erste zum Beispiel, nennen wir sie römisch 1, römisch 2, hier die zweite. Römisch 3, das wäre hier die dritte und so weiter und so fort. Man nummeriert das selber durch, damit man dann hinterher die Übersicht nicht verliert, weil was wir jetzt machen würden, wir machen es jetzt nicht im Ausführlichen, das kann man alles im Video nochmal nachschauen, ist letzten Endes, wie eben schon richtig gesagt, wir stellen diese Erkenntnisse alle irgendwie so dar, dass die mit dieser Gleichung bzw. mit ihrer Ableitung, ne, die wäre ja f' von x, diese allgemeinen Funktionen kann man ableiten. Wäre dann 3 ax Quadrat plus 2bx plus c. Die dann irgendwie muss die dann entweder dazu oder dazu passen. Das heißt, wir erfüllen diese Gleichungen, die wir allgemein aufgestellt haben, mit Leben. So kann man es auch sagen. Wir bedienen uns dieser Erkenntnis, dass diese Ableitung ja letzten Endes was bedeutet. Was heißt eine Ableitung? Klar, das ist der Anstieg. Ne, zum Beispiel das. Aber das muss ja nicht immer der Anstieg sein. Wir können auch zum Beispiel sagen, natürlich, der Anstieg hier oben ist 0 im Punkt römisch 2. Aber wir können auch was anderes sagen. Wir können auch sagen, das lässt sich ja durchaus hinterher ausmessen, dass wir hier, jetzt damit es besser auffällt, von hier bis hier eine Höhe einzeichnen und so weiter. Also, was wäre denn dann die Höhe? Was wäre das funktionsgerecht ausgedrückt? Was wäre die Höhe? Das ist ganz locker gesagt der y-Wert, na klar, y. Oder f von x, ne? Ein f von x-Wert. Und so weiter und so fort. Und wenn wir das dann alles haben, das heißt, wenn wir dann lauter Erkenntnisse, meinetwegen römisch durchnummeriert haben, Erkenntnis 1, Erkenntnis 2 und Erkenntnis 3 und 4 und 5 und so weiter, dann ergeben sich hier lauter Dinge. Und wie geht man an diese lauter Dinge, sage ich extra, was sind das und wie geht man daran? Also ich habe jetzt hier das hier, das ist natürlich sehr lustig jetzt hingeschmiert. Darauf kommt es jetzt auch gar nicht an, auf den Wahrheitsgehalt. Da entstehen lauter Gleichungen mit lauter Unbekannten drin. Und wichtig ist, dass wir A, B und C und D ermitteln.
Und wenn man dann lauter Gleichungen hat, dann kann man die entweder gleichsetzen oder man kann sagen, ich forme die eine um, sodass in die andere eingesetzt werden kann und so weiter und so fort. So, bis dahin auch eine schöne Sache. Jetzt kommt die nächste Frage. Wenn ich das alles so gemacht habe, dann kriege ich da ja auch eine allgemeine Gleichung vielleicht raus. Dann habe ich einen Schritt gemacht. Dann nehmen wir mal an, ich habe dann die echte Funktion hier, diese, ich habe die dann wirklich hinbekommen. Ich habe die hingeschlurrt. Ich habe mein A, B, C und D. Aber was sollte man grundsätzlich tun, damit man sich's nicht zu schwer macht? Wir haben das bei dem Brückenbeispiel gemerkt, aber auch bei anderen Beispielen. Was sollte man grundsätzlich tun, wenn man so eine Funktionsvorschrift hat ja eine bestimmte Voraussetzung. Ich brauche ein Koordinatensystem, sonst geht nicht. Was sollte man damit machen? Richtig, man sollte das Koordinatensystem so anlegen, dass man so viel wie möglich Variablen ausschaltet. Ich zeige mal eine ganz einfache, ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe hier eine, naja, es sieht aus wie eine Parabel, soll auch eine sein. Wenn ich davon eine Funktionsvorschrift ermitteln will, die heißt nebenbei gesagt, f von x ist gleich, wie sagt man da? Weiter? Los? Genau, da heißt es eben ax Quadrat, weil das bloß eine quadratische ist, sage ich, setze ich das a davor, plus bx plus c. So, und was, nee, ich erläutere das gleich, dann sparen wir einen Haufen Zeit. Wenn ich jetzt diese Funktionsvorschrift, wenn, angenommen, ich lege die Funktion einfach hier hin, was habe ich dann für ein Problem? Dann habe ich einen Scheitelpunkt mitten in der Landschaft. Wenn ich den aber mitten in der Landschaft habe, heißt meine Scheitelpunktform f von x sei dann x plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Na, ganz allgemein d und e, da habe ich den, kann ich den Scheitelpunkt ablesen. Minus d und e sind, ist mein Scheitelpunkt. Ja, schön. Ist ja nett, aber was hilft mir das? Guckt mal, wenn ich das ausmultipliziere, wird das Ding groß. Was mache ich aber? Oder was für Vorteile, kleinen Moment, das war eine rhetorische Frage. Was für schicke Vorteile ergeben sich, wenn ich die Kurve so hinlege, dass meine x-Achse hier in Aubergine, dass ich die Kurve so hinlege, dass der Scheitelpunkt genau bei 0, 0 liegt? Haha, was passiert mit bx plus c? Es streiten sich die Geister, wenn ich das in Aubergine täte. Ich nehme mal das olle Ding weg hier. Wenn ich das so täte, was würde passieren? Wir nehmen mal folgenden Fall an. Wir hätten vorher gehabt, f von x sei x Quadrat plus 4x plus 16. Bitte sofort schnell in Scheitelpunktform überführen. Gut, nehmen wir mal, Achtung. Bevor wir mit Aubergine und Blau weitermachen, haben wir mal hier uns eine Funktion angenommen und haben die schnell in die Scheitelpunktform überführt. In der Landschaft stünde dann bei minus 2 und 12 unser Scheitelpunkt. Gut, muss ich jetzt nicht darstellen, ist kein Problem. Was aber ist, wenn ich, und deswegen streiten sich im Moment oder stritten sich die Geister, was ist, wenn ich Folgendes mache? Ich lege das C auf 0. Mal sehen, was passiert. Also wir haben uns jetzt x Quadrat plus 4x plus, also angelehnt an die hier, an die, angelehnt. Aber wir haben gesagt, wir setzen c mal 0. Was passiert? Wir überführen den Scheitelpunktsform. Wenn ich das Ding so überführe, dann haben wir x plus 2 in Klammern zum Quadrat minus 4. Nochmal zur Kontrolle. Daraus wird x Quadrat, hier wird 2 mal 2 ist 4x. Und dann habe ich die 2 mal 2 ist 4 und das war der abgezogene Betrug hier. So, oh. Wenn ich also c auf 0 setze, heißt das nicht unbedingt, man sieht es hier, bei minus 2, minus 4 ist nämlich jetzt der Scheitelpunkt, dann heißt das nicht unbedingt, dass automatisch hier im Ursprung des Koordinatensystems der Scheitelpunkt liegt. Aber wir hatten es ja umgekehrt gesagt. Eigentlich hieß ja die Erkenntnis umgekehrt. Wenn ich mein Koordinatensystem so lege, dann habe ich garantiert den Scheitelpunkt bei 0, 0. Und das mache ich jetzt mal ganz ausführlich in Rot. Wenn ich das so mache, dann kann ich die Scheitelpunktform auch so hinschreiben. 0, 0. X plus 0 in Klammern zum Quadrat. Das weiß jeder, das ist x Quadrat. Das ist klar. Ne? Weil hier ergibt sich nichts weiter. Aber heißt, wenn ich das Koordinatensystem richtig lege, kann nichts passieren. Wenn ich nur hinten c plus 0 setze, heißt das noch gar nichts. Kann sonst wo immer noch in der Landschaft rumliegen. Also wäre bezogen auf unsere Erkenntnis hier oben, wo der geeignetste Scheitelpunkt. Also ich
Persönlich, ich würde ihn auch hier hinlegen, genau an diese gelbe Stelle hier. Ich mache es noch rot dazu. Ach so, mache es noch rot dazu. Ne, hier würde ich den Scheitelpunkt hinlegen. Nützt ja nichts. Gut, bis dahin. Wir wissen diesen Kurvenverlauf, das sei f von x. Und wir wollen mal gucken, da gibt es noch einige Parameter. Wir wollen mal gucken, was daraus entsteht. Und dann im Verhältnis dazu, na, eine Fläche errechnen. Und zwar von diesem Graphen, das sei g von x. Wir machen also keine Steckbriefaufgabe draus, sondern so eine Art kombinierte Steckbrief- und Allesaufgabe. Wir brauchen dazu ein paar Werte. Und zwar, ja, gesucht ist Folgendes. Ich schreibe das dann in Ruhe auf jetzt erstmal. Wir wollen grundsätzlich hier folgende Dinge ermitteln. Und zwar, zu Anfang ermitteln wir erstmal aus, rein aus der Anschauung und versuchen das mathematisch nachzuvollziehen, f von x, also die Funktionsgleichung. Dann wollen wir die Nettofläche haben. Die Nettofläche, ich mache die mal gelb unterlegt, zwischen den Graphen hier und dem anderen Graphen, also zwischen beiden Graphen. Diese gelbe Nettofläche, die wollen wir haben. Und wir wollen die Steigung an den Schnittpunkten haben, also Steigung, wenn ich das mal so machen darf, hier und hier. Das genügt uns in dem Fall. Wir diskutieren das durch, wir diskutieren das alle durch. Ihr diskutiert das in der Gruppe durch. Eine Gruppe heißt immer mindestens zwei Mann. Und dann die gemeinsamen Erkenntnisse halten wir hier fest. Okay. Wunderbar, kam jetzt hier so entsprechend raus. Ich mache es nochmal ganz schnell. Erinnert euch mal bitte, Linearfaktoren, wenn ich eine Gleichung in Linearfaktoren zerlege, also meinetwegen f von x sei x minus 1 in Klammern mal x plus 1, dann sind das beides, die beiden Klammern sind Faktoren. Das heißt, bei plus 1 würde die hier irgendwie so durchgehen und die bei minus 1 so linear durchgehen. Wenn wir aber quadratische Klammerausdrücke haben, dann heißt das, die sehen auch quadratisch aus. Also wenn hier drin steht, meinetwegen x minus 1 in Klammern zum Quadrat mal x plus 1 in Klammern zum Quadrat, kann ich hier schon Folgendes ablesen, beziehungsweise im Rückschluss hier auf unsere Form, dass die nur quadratisch aussehen. Hier, das ist eine Parabel, das ist auch eine Parabel. Was dann hier dazwischen passiert, das ist eine andere Sache. Ganz genau. Und diesen Kurvenverlauf haben wir hier. Und jetzt kann man also hier sagen, f von x muss dann sein x plus 1 in Klammern zum Quadrat mal x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Achtung, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Hier, an der Stelle, da muss noch was passieren. Wie kriegt man das raus, den Schnittpunkt mit der y-Achse? Kleinen Moment. Natürlich, ich habe das Quadrat vergessen, danke. Na klar. Ich könnte Folgendes machen, ich könnte den ganzen Mist ausmultiplizieren. Dann hätte ich jetzt aber eine Weile zu tun, weil das ergibt x Quadrat plus 2x plus 1 in Klammern mal x Quadrat minus 2x plus 1 in Klammern. Das dann, oh, das sind sechs Faktoren miteinander multiplizieren, dauert zu lange. Aber, wenn ich jetzt, wir wissen doch, an der Stelle hier ist x 0. Und wenn ich hier eine 0 einsetze, ergibt das 0 plus 1 zum Quadrat bleibt 1. Und minus 1 mal minus 1, weil hier eine 0 steht, ergibt auch 1. Also, f von 0 ist gleich 1. Und automatisch habe ich damit überprüft, jawohl, funktioniert. Gut. Ja, natürlich. Verzeihung, fassen wir das Ganze zusammen. Wir brauchen g von x. Das heißt, wie kommt man an g von x ran, um was zu machen? Das hatten wir jetzt ausdiskutiert. Wir müssen die Schnittpunkte als obere und untere Grenze fürs Integrieren errechnen. Wie kommt man an g von x ran? Ganz genau, Steigungsdreieck. Steigungsdreieck müssen wir uns in diesem Fall über schöne, sichere Punkte suchen. Und das können wir gleich machen. Den ersten sicheren Punkt ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Das heißt, g von x heißt schon mal tralala mal x plus 3, das sieht man hier, das ist die 3, Schnittpunkt mit der y-Achse. Und jetzt das Steigungsdreieck. Ich gehe erst nach rechts, 2, 3 nach rechts und finde hier folgenden sicheren Punkt. Ich lege den jetzt mal fest, bitte, ja. Also 1, 2 nach rechts und ein hoch heißt ein halb x plus 3. So, und jetzt können wir gleichsetzen, das machen wir jetzt wieder los ran. Jetzt seid ihr wieder dran. Beide Gleichungen g von x und f von x gleichsetzen, beziehungsweise so ineinander einsetzen,
dass das funktioniert. Und dann die Schnittpunkte errechnen, als Ober- und Untergrenze. Also wenn ich jetzt die beiden Gleichungen gleichsetze, das heißt also hier hinschreibe x plus 1 in Klammern zum Quadrat mal x minus 1 in Klammern zum Quadrat, soll sein g von x, ich mache dann gleich in schwarz nur noch weiter, 1/2 x plus 3. Da muss ich diesen Rahmen ausmultiplizieren und dann kann ich das irgendwie auflösen und dann kann ich da irgendwas draus machen. Bloß mal ein Versuch. Was ist, wenn ich aber diese Gleichung hier umstelle? Und zwar g von 0 ist ja bekanntlich 3. Ne? 1/2 x plus 3. Wenn ich also hier eine 0 einsetze, ist das 3. Kann man vielleicht die Gleichung so umstellen, dass man sagt, dann habe ich aber und so weiter. Überlegt mal. Und dann einsetzen hier, das geht vielleicht leichter. Mal sehen. Also offensichtlich, hier ist das x verschwunden, weil ich eine 0 eingesetzt habe. Hier komme ich nicht viel weiter. Vielleicht kann man hier oben mit dem Punkt was machen. Wir haben ja das Steigungsdreieck ermittelt. Mittels sicherer Kreuzung auf unserem karierten Papier hier, was hier dargestellt sein soll. Dieser Punkt, der heißt 1, 2 nach rechts und 3, 4. 2, 4 heißt der. Vielleicht kann man aus diesem Punkt was machen, um letzten Endes diese Gleichung hier, die blaue, nicht ausrechnen zu müssen, um gleich einzusetzen. Mal sehen, was kann man machen. Also wir haben uns jetzt den Punkt hier oben gesucht, anhand dessen wir das Steigungsdreieck ermittelt haben und können demzufolge sagen, g von 2, von 2, 1, 2, von diesem x-Wert ist gleich 1/2 mal 2, jetzt statt des x ist eingesetzt, plus 3. Das heißt also, g von 2 ist 4. Ich kann aber sagen, 4 ist ganz sicher, 4 ist 1/2 mal x plus 3. Wenn ich diese Formel jetzt umstelle nach x, mal sehen, ob das geht. Ne, minus 3, dann steht hier 1 ist gleich 1/2 x mal 2 und demzufolge kommt raus, 2 ist gleich x, das stimmt. So, wenn ich das hier entsprechend einsetze. Achtung, das ist kein Kreuzungspunkt mit der blauen. Ne, der liegt daneben. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, naja, dann will ich mal f von 2 haben. Dann weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Das liegt hier unten. Und das ist Zufall. Hier, dieser Punkt ist Zufall. Der ist nämlich immer noch knapp daneben. Also irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen, damit ich das rauskriege. Aber, naja, mal sehen. Sucht mal noch ein bisschen. Wir wissen aber was anderes. F von 0 ist 1. Und G von 0 ist 3. Probieren wir mal diese Erkenntnisse zu verbasteln. Also, wir schreiben F von 0 war 1, das haben wir hier oben abgelesen, und g von 0 ist gleich 3. Vielleicht kann man damit was anfangen. Ist offensichtlich zu schwer, da ranzukommen. Möchte ich euch auch nicht weiter mit belästigen und verwirren. Wir machen uns wirklich die Mühe, wir multiplizieren die blaue aus und stellen dann die Gleichung um und dann geht's los. Also, auf denn. Seid ihr schon fertig mit ausmultiplizieren? Einer hat's schon. Nebenbei, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, wir haben das alles einzeln ausmultipliziert. Erstes mit der ersten, mit der zweiten, mit der dritten. Zweites Glied der ersten Klammer mit dem ersten, zweiten, dritten und so weiter. Zum Schluss wurde es dann unübersichtlich und jetzt kann man die ganze Sache noch ein bisschen zusammenstreichen. Ich habe das jetzt hier mittlerweile in blau durchgestrichen, was ich hier unten aufgeschrieben habe, damit ich nicht durcheinander komme. Haben wir x hoch 3 irgendwo? Haben wir nicht mehr, die sind verschwunden. X² minus 4x² plus x². Also sind minus 2x², minus 2x², weil dieses und dieses und dieses sich gegenseitig, ja, wir sind fertig. Dann ist die ja kurz geworden. Ich schiebe mal noch die 1 ran und setze das mit 1/2 x gleich und rechne aus. Ja, normalerweise, wir haben uns gerade an das Substitutionsverfahren erinnert. Das würde aber gehen, wenn wir keinen minus 1/2 x drin haben. In diesem Fall sind wir etwas angeschmiert. Was tun? Wie kommen wir an die Schnittpunkte noch ran? Lass uns mal überlegen, was noch geht. Wenn ich jetzt substituieren könnte, Achtung, das geht nicht hier. Das ist im Moment noch verboten. Also, naja, gut, es ist grundsätzlich jetzt erstmal verboten. Ist ja das Ziel, die PQ-Formel anzuwenden. Mit also PQ und dann U0, 1 und 2 auszurechnen. Wenn dieses blöde 1/2 x nicht wäre. Da kann ich nicht substituieren, deswegen bin ich angeschmiert. Ja, müssen wir erstmal, in diesem Fall müssen wir erstmal passen und nochmal nachdenken.
Also wir sind hier mit unseren Bordmitteln angeschmiert. In diesem Fall kann ich nur eins sagen, wer den Kassrechner nutzen darf, der möge das machen. Solche Aufgaben, kann ich euch beruhigen, kommen händisch, also ohne Kass, nicht dran. So gefährlich kommt es nicht. Mit dem Kass gar kein Problem, der kann mir alle Schnittpunkte ausrechnen. Aber leider haben wir den nicht mehr. Oder besser gesagt, wir werden ihn nicht mehr nehmen. Wir machen es uns schwerer, als es ist oder als es hiermit wäre. Wir müssen an dieser Stelle passen. Ich muss die Aufgabe in diesem Fall hier abbrechen. Ich dachte, vielleicht können wir es auch noch ein bisschen ändern. Ja, jetzt konnten wir leider nicht mit Wurzelausdrücken arbeiten. Also das heißt, für die Praxis genau würden wir jetzt mit diesen Werten weitermachen. Die Schnittpunkte müsste man demzufolge, brauchte man jetzt die Schnittpunkte? Wir müssen ja letztendlich, was ist gefragt? Wir wollen die Steigungen in den Schnittpunkten haben, beziehungsweise wir wollen die Nettofläche. Kleinen Moment. Das Schöne ist, aus der Aufgabenstellung lässt sich ableiten, wir brauchen jetzt keine Y-Werte. Das heißt, die Mühe, das jetzt noch auszurechnen, können wir uns sparen, was allerdings mit g von x leicht wäre. Einfach diese 1, und so weiter eingesetzt, dann ginge das. So, mit anderen Worten, wir haben hier unsere, das ist unsere untere Grenze und das unsere Obergrenze. Und jetzt können wir Folgendes machen, jetzt seid ihr wieder dran. Wir wollen die Fläche errechnen. Es geht mir jetzt noch nicht darum, dass wir die wahren Werte einsetzen, sondern dass wir bis zum Tippen kommen. Also, was wir jetzt machen müssen, ist klar, aufleiten, ne? Und dann los. Also aus unserer grundsätzlichen Betrachtung sagen wir Folgendes, wir schnappen das unter g von x. Das wären rund 5 Flächeneinheiten und wenn ich dann die blaue davon abziehe letzten Endes, bleibt übrig, ne? Hier unten fehlen dann ein paar Kleinigkeiten, rund 4 Flächeneinheiten. Wir haben es schon rausbekommen. Wie macht man es aber? Man muss beide Funktionen erstmal... wie habt ihr f von x, wie habt ihr das integriert? Habt ihr die Klammerform genommen oder habt ihr die andere genommen? Die andere. Die andere hätte ich auch genommen. Lässt sich einfacher machen, sonst muss ich mit Produkten und äußeren und innerer Funktionen arbeiten. Ist viel zu groß. Dann, ich habe mir die Mühe einmal gemacht, also das wäre nicht das Problem. Heißt also, sag mal kurz an bitte. Gut, also wir haben das jetzt hier mal schnell integriert. Wie gesagt, es ist einfacher, ich nehme meine ausmultiplizierte Normalform, statt dass ich diese hier oben nehme. Wenn ich die nehme hier oben, dann müsste ich lauter Regeln anwenden, äußere, innere und Produktregel noch dazu. So geht es schneller. Plus C, das kann man ja gerne dahinter schreiben, aber man kann es auch wirklich in diesem Fall vergessen. Warum? Weil wir letzten Endes dann beide obere und untere Grenzberechnungen voneinander abziehen, dann fällt das C raus. So, ein kleiner Moment. Also wenn ich mir schon die Mühe gemacht habe, die Stammfunktion zu bilden, dann muss ich das nicht über die Integralschreibweise nochmal tun. Ich kann sagen, AF, ach, das sieht schlimm aus, AF ist... indem ich gleich in eckige Klammern von unterer bis oberer Grenze meine entsprechend integrierte Funktion einsetze. AG geht ganz genauso und dann ziehe ich die beiden voneinander ab und es kam heraus, ich werde das gleich noch ergänzen, A netto und das war wie viel? 3, wie viel waren es? 3,847 Flächeneinheiten. Das muss rauskommen, ich schreibe jetzt noch schnell in der Pause das dazu. Also jetzt diese Fingerübung, das einzeln nochmal hinzuschreiben, eckige Klammern und eingesetzt, das ersparten wir uns, wie gesagt, wir haben das raus. Kleiner Moment.